Ich möchte dann hier auch nochmal über die Regelung im Picard-Mode sprechen. Das heißt, wir wollen ähnlich wie bei der Voltage-Mode-Regelung uns so ein Faustformelverfahren angucken, wie wir schnell den äußeren Spannungsregelkreis bei einer Peak-Current-Mode-Regelung oder auch äquivalent bei einer Average-Current-Mode-Regelung auslegen können. Die Idee ist wieder ähnlich wie beim Voltage-Mode. Und zwar, dass die Übertragungsfunktion bzw. der Frequenzgang des offenen Kreises I-Verhalten zeigt. Ja. Das heißt, wir haben grundsätzlich dieselbe Idee. Wir haben hier einen Regler mit einer Übertragungsfunktion GR von S. Das ist typisch für die Current Mode Regelung ein PIT1-Regler, das heißt ein PI-Regler mit zusätzlicher Zeitkonstante bzw. zusätzlichem Tiefpassverhalten für hohe Frequenzen. Und dann haben wir die Streckenübertragungsfunktion, die wir uns bereits abgeleitet haben. Das heißt, die aus dieser Teilstreckenübertragungsfunktion für den Average Current Mode G2 von S besteht, multipliziert mit dem Kehrwert eines Strommesswiderstandes bzw. der Sensorverstärkung im Strommesskreis. Das heißt, wir geben hier sozusagen einen Sollwert vor, Delta IL Soll, und kriegen daraus die Ausgangsspannung Delta UA. Und der Regler selber wird jetzt versuchen, die Ausgangsspannung, wenn wir im geschlossenen Kreis sind, einem Referenzwert nachzubilden. Typisch ist jetzt Folgendes, dass die Streckenübertragungsfunktion, wenn wir diese vereinfachten Übertragungsfunktionen betrachten, für die Peak-Current-Mode-Regelung, die wir uns angeschaut hatten, also bei Vernachlässigung dieser subharmonischen Oszillationen, ein PT1 bzw. eigentlich ein PDT1-Verhalten zeigt, plus zusätzlich einer Nullstelle Right Half Plane Zero bei Hochsetzsteller und dem Hochtiefsetzsteller, hier auf Englisch als Boost und Back Boost bezeichnet. Das heißt, tatsächlich haben wir hier eine einfachere Übertragungsfunktion, üblicherweise ein oder zwei Nullstellen, wobei die eine in der rechten Halbebene ist, nicht kompensierbar ist, und eine Polstelle. Und der Regler ist hier auch einfacher von der Übertragungsfunktion. Das heißt, dieser PI-Regler mit zusätzlicher Zeitkonstante, schreiben wir kurz die Übertragungsfunktion auf, und dann werden wir sehen, wie wir auch hier bei der Kompensation vorgehen. Das heißt, der Regler wird wieder in der Form sein, K durch S mal 1 plus S durch Omega Z1 durch 1 plus S durch Omega P1. Das heißt, wir haben eine Reglerübertragungsfunktion, die zwei Polstellen hat, hier bei 0 und bei Omega P1, und eine Nullstelle bei Omega Z1. Die Strecke wird jetzt, wenn wir einen Tiefsetzsteller haben, irgendeine Verstärkung haben, ja, das Kp, eine Nullstelle aufgrund des Ersatzserienwiderstands des Ausgangskondensators, 1 plus S durch Omega ESR möchte ich die nennen, eine Polstelle aufgrund der Last und des Ausgangskondensators, 1 plus S durch Omega P. Wenn wir einen Hochsetzsteller oder einen Hochtiefsetzsteller haben, dann werden wir zusätzlich diese Nullstelle in der rechten Halbebene haben, das heißt in der Form 1 minus S durch Omega AHP, Right Half Plane Zero. Wie schon gesagt, das gilt nur, wenn wir hier Boost oder Back Boost haben. Beim Tiefsetzsteller entfällt das. Dann ist die Vorgehensweise hier ähnlich bei diesem Faustformelverfahren bei der Voltage-Mode-Regelung. Wir versuchen also, die Regler Null- und Polstellen einzusetzen, um die Pol- und Nullstellen der Streckenübertragungsfunktion zu kompensieren, das heißt zu kürzen. Wobei ganz wichtig, wenn wir hier diese Nullstellen in der rechten Halbebene haben, dürfen wir nicht versuchen, die zu kürzen. Das heißt, die bleibt sozusagen übrig. Das heißt, auch hier wird Folgendes sein für die Auslegung: Wir werden die Nullstelle des Reglers kürzen mit der Polstelle der Strecke, und wir werden die Polstelle des Reglers kürzen mit der Nullstelle der Strecke. Und dann hat der offene Kreis, wenn wir hier betrachten, ohne diese Nullstelle in der rechten Halbebene, ein reines integrierendes Verhalten, beziehungsweise wenn wir hier die Nullstelle in der rechten Halbebene haben, haben wir halt zusätzlich sozusagen eine Nullstelle. Wollen wir uns das hier auch wieder im Bode-Diagramm betrachten, dann hat die ursprüngliche Streckenübertragungsfunktion GS von S folgenden Verlauf. Wir haben hier dieses PDT1-Verhalten, Proportionalverstärkung, dann nimmt das irgendwann ab mit minus 20 dB pro Dekade. Dann werden wir, wenn wir jetzt diese ESR-Nullstelle haben, hier irgendwo nach oben abknicken, dass wir eine Steigung von 0 dB kriegen. Und haben wir jetzt diese Nullstelle in der rechten Halbebene, wird Folgendes passieren: Dann würden wir hier einen Anstieg kriegen mit plus 20 dB. Das heißt, das Durchgezogene hier ist der Tiefsetzsteller bzw. Buck-Converter. Und diesen zusätzlichen Verlauf kriegen wir bei der Nullstelle in der rechten Halbebene für den Hochtiefsetzsteller
beziehungsweise den Hochsatzsteller, wer das haben. Wobei jetzt das ein bisschen unterschiedlich sein kann, wo jetzt diese Frequenzen liegen, ob Omega ESR kleiner oder größer ist als diese Nullstelle in der rechten Halbebene oder nicht. Und die Reglerübertragungsfunktion wird aber in beiden Fällen gleich aussehen. Schauen wir das kurz an, wenn ich jetzt GR von S mache, dann werden wir hier diesen PET1-Regler haben, das heißt für niedrige Frequenzen wieder eine Abnahme minus 20 dB pro Dekade. Dann werden wir hier unsere Nullstelle setzen, dass wir hier die Polstelle kompensieren. Das heißt, das knickt dann ab hier, dass wir Steigung von 0 dB kriegen. Wir werden hier mit der Polstelle die Nullstelle kompensieren. Das heißt, da wird es dann wieder mit minus 20 dB pro Dekade abnehmen und so weiter verlaufen. Und diese Nullstelle in der rechten Halbebene benutzen wir gar nicht zum Auslegen. Aber wir sehen schon, das sind jetzt die Dimensionierungsbedingungen hier für diese Kompensation. Und wenn wir das jetzt kombiniert betrachten, die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises, dann müssen wir hier ja addieren. Und dann würden wir ganz grob folgenden Verlauf kriegen. Wir würden für niedrige Frequenzen dieses integrierende Verhalten mit minus 20 dB pro Dekade kriegen, bis zu Omega P1. Dort erzeugt jetzt weiter hier die Strecke, das Abfallen mit minus 20 dB pro Dekade. Es ändert sich also nichts. Bei Omega ESR ändert sich jetzt auch nichts, weil sozusagen das Abknicken der Strecke hier kompensiert wird durch das Abknicken des Reglers. Und wir hätten hier ein reines I-Verhalten, wenn wir den Tiefsatzsteller betrachten. Und haben wir hier einen Wandler mit einer Nullstelle in der rechten Halbebene, würden wir hier wieder ein Abknicken kriegen, dass dann der Verlauf hier rüber wäre. Das wäre dann der Verlauf für den Hochsatzsteller bzw. den Hochtiefsatzsteller, falls wir diese Nullstelle in der rechten Halbebene haben, dass wir dort dann dieses Abknicken kriegen. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier, durch diese Kompensation wird jetzt hier auch bei dieser Current-Mode-Regelung, zumindest in unserem vereinfachten Modell, eine Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises entstehen, dass wir ein reines I-Verhalten haben und je weiter rechts jetzt die Durchtrittsfrequenz liegt, desto schneller wird das System sein. Wie weit kann man die jetzt nach rechts legen? Üblicherweise 10-20% der Schaltfrequenz, was für die Praxis gut ist. Wo muss man aufpassen? Man sollte die nie versuchen, in die Nähe der Nullstelle in der rechten Halbebene zu legen. Das heißt, die Durchtrittsfrequenz sollte links von dieser Nullstelle in der rechten Halbebene liegen, weil wir dort eine zusätzliche Phasenverschiebung um minus 90 Grad kriegen und das System leichter instabil wird, weil wir einfach eine größere Phasenverschiebung haben. Das heißt, für den Tiefsatzsteller und für die anderen Wandler können wir auch hier unsere Reglerauslegung angeben. Im Sinne einer Faustformel, wenn wir sagen, GR von S hat diese Form K mal S mal 1 plus S durch Omega Z1 durch 1 plus S durch Omega P1, dann ist der Ansatz Omega P1 wird gleich Omega ESR der Strecke gesetzt, Omega Z1 wird gleich, jetzt nach oben, Omega P der Strecke gesetzt und K wird gewählt aufgrund der Durchtrittskreisfrequenz. Und zwar hier typisch, wie gesagt, 0,1 mal die Schaltfrequenz bis 0,2 mal die Schaltfrequenz oder kleiner. Wobei man darauf achten muss, wie gesagt, dass man hier links von der Nullstelle in der rechten Halbebene ist, also deutlich weg ist. Und dann haben wir hier auch unsere Faustformel für eine grobe Dimensionierung eines DC-DC-Wandlers, der im P-Current-Mode betrieben wird, beziehungsweise ähnlich kann man auch den äußeren Spannungsregelkreis für eine Average-Current-Mode-Regelung hier realisieren.